Willkommen, meine Genossen der Macht, zur Erstfolge von Star Wars Battlefront 1, aka Star Wars Battlefront 3, aka Star Wars Battlefront 2015, also nicht offiziell 3, sondern halt Teil 1, Teil 2, also der erste, also der zweite, erste Teil von EA. Ich bin früher immer mit Freunden gespielt und jetzt habe ich mir das endlich mal selber mal zugelegt, weil es ist nämlich gerade im Angebot bei PlayStation. Die Ultimate Edition sogar. Leider habe ich gerade keine Runde gefunden. Und natürlich nehme ich meine Lieblingswaffe erstmal. Die spiele ich auch immer in Battlefront 2. Die gibt es ja auch zum Beispiel in Battlefront 2. Aber ich werde euch mal ausprobieren. Ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was mir alles ausrüsten kann. Ja, ich lasse es einfach mal. Obwohl. Ich nehme das hier, Überlebender. Und starte die Mission hier. Ich will immer wieder versuchen, ob ich eine Runde finde, aber wenn nicht, habe ich einfach immer diese kleinen Missionen hier. Das ist nämlich ich auch mal ganz nett. Das Gameplay ist ja trotzdem geil. Wir haben keine Chance gegen die Kampfläufer. Ruf die Y-Wings. Ja, oh mein Gott. Ich muss erstmal klarkommen. Mit der Empfindlichkeit, das ist irgendwie ein bisschen langsam. Okay, das ist schon besser. Was mir erstmal auffällt, auf jeden Fall. Das Spiel fühlt sich ein bisschen langsamer an als Battlefront 2. Aber es hat sich vom Gameplay schon sehr verbessert. Ach, scheiße. Mit der Waffe komme ich überhaupt nicht zurecht. Ob das Ausweichen funktioniert, nicht so gut. Aber im Nahkampf ist sie sehr stark. Das gefällt mir schon mal. Ah, ich habe sogar. Ich habe ein Jetpack. Sobald ich sterbe, werde ich einfach mal die anderen Waffen mal ausprobieren. Und dann mal anschauen, mit welcher Waffe ich am besten klarkomme. Ich dann auch mal in Zukunft spiele. Irgendwas abräumen funktioniert nicht so gut. Aber na gut, egal. Wir haben die Ablenkstation unter Kontrolle. Verteidigt sie. Da fand ich so einen krassen Rückschuss wie in Battlefront 2. Also sie ist schon ein bisschen präziser. Die ist extrem präzise sogar, die hat null Rückschuss. Ist ja voll OP. Oh, ich bin so gut wie tot. Ey, die Waffe ist wirklich stark vor allem auf Distanz. Weil von zwei trifft man auf Distanz gar nicht so gut. Der Waffe hier. Ist auf jeden Fall sehr stark. Uplink-Signal verloren. Reaktiviert es.
Ja gut, okay. Dann mal schauen, wie kann man die Waffe wechseln. Ach hier. Probiere ich mal die hier aus. Ein schwerer Blaster. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal mächtig an. Lädt sich von alleine wieder nach. Das ist praktisch. Und dafür überhitzt sie aber auch ein bisschen schneller. Und geschützt das ist praktisch. Gerade bei dem ATSD hier. Da hinten. Wie kann man hier. Wie heißt das? X-Wing nehmen? Ey, ich komme nicht mehr hoch. Oha, oha, oha. X-Wing. Gibt es Ego-Perspektive? Ja, Oha. Das ist cool. Kann einfach hier so eine Rolle machen. Das muss ich aber dann erstmal wieder aufladen. Hey, falsche Richtung, komm zurück! Links hat das Schaden gemacht. Ich nehme mal den hier. DH-17. Oha. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich verteidige es einfach mal. Ich kann Held nehmen. Schön, Örso gibt es als Held und nie Nump einfach. Ich nehme erstmal einen. Oh, noch im Hofoutfit. Nice. Junge, dieser Schwung ist sogar noch mächtiger als ein Battlefront 2. Ich glaube, hier sind sogar die Helden noch viel stärker als in Battlefront 2. In Battlefront 2 hat man wirklich noch eine relativ hohe Chance, Helden in normalen Modus zu töten, aber hier sind sie, glaube ich, extrem stark OP. Schauen, was kann der überhaupt noch so? Da habe ich so eine härtere Attacke, sag ich jetzt mal. Damit kann man die Leute wegschmeißen. Und das ist. Damit boostet man sich so mehr oder weniger nach vorne. Scout Trooper nehme ich auch mit. Sieht nicht an, als ob ich mit dem Lichtschwert Schaden machen kann, mit dem AT-AT. Aber Luke ist wirklich echt schnell. Junge, der ATS soll mal weggehen, der nervt.
Vorne ist noch einer. Oha, oha, die Attacke ist richtig geil. Wir sind doch immer One-Shot im Bild. Von zwei sind die manchmal sogar auch mal zwei Schläge. Aber ich erfülle gerade gar nicht meine Mission. Ich muss eigentlich die AT-ATs aufhalten. Aber na gut. Ich werde aber auch Spaß haben. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater. Erforscht eure Gefühle, befreit euch von eurem Hass. Ich rate euch, meine Macht nicht zu unterschätzen. Y-Wings im Anflug. Cool. Ja, der versucht mich hier wirklich zu snipen. Okay, so eine hohe Reichweite hat das jetzt auch nicht. Okay, aber dafür bekommt man halt auch keine Heilung als Held. Das ist sonst wirklich echt OP. Und die machen so gut wie gar keinen Schaden. Außer halt auch für längere Zeit jetzt gesehen. Ich würde sagen, die Hoff-Map aus Battlefront 1 ist viel cooler als die von Teil 2. Ist auch viel größer und viel abwechslungsreicher. Ja, gut, aber ich will auch mal wieder normale Truppen spielen. Tut mir leid, Luca, aber wir halt wissen, was alle so drauf haben. Speeder Bikes, nur Speeder nehme ich mit. Vielleicht kann ich ja so einen ATT auffallen.
Oder? Ich glaube, ich könnte irgendwie mit dem Seil um seine Beine mich drum wickeln. Wie in Episode 5 halt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wir haben die Ablenkstation aktiviert. Gute Arbeit. Junge, die AT-ATs gehen ja nur auf mich gefühlt. Und den Blaster mag ich ja in Battlefront 2. Okay, der fühlt sich aber komplett anders an. Bei Battlefront 2 ist der nämlich eine Burst-Waffe. Die kann man gedrückt halten. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Aber schlechter ist die Waffe dadurch auf jeden Fall nicht. Rogue-Staffel ist gleich da. Kann aber guten Schaden machen, wenn man sich da runterstellt. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht von hinten von den Snowtroopern getötet wird. Ach, ich bin jetzt auf den Falschen gegangen. Aber gut. Hier mache ich auch viel Schaden. Ich bin so gut wie tot. Oh, in der Lage. Na gut. Und auf jeden Fall, das war's dann mit der Erstfolge von Star Wars Battlefront 1. Wenn ihr mehr solchen Retro, mehr oder weniger Retro-Content sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich dann mit Battlefront 2 wieder. Und möge die Macht mit euch sein.